Ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen worden bin und hier jetzt sprechen kann. Und ich freue mich auch, dass in den anderen Vorträgen vorher schon immer dieses Thema der Bewertung auch mit durchgekommen ist. Und mein Vortrag war ja eigentlich auch eher als ein naturwissenschaftlicher Vortrag angekündigt, aber auch ich habe mich entschieden, hier dieses Forum dazu zu nutzen, auch mal ein bisschen über diese Bewertungsfragen dazu meine Meinung beizusteuern und vielleicht damit dann nachher auch die Diskussion darüber ein bisschen in Gang zu bringen. Das fände ich auch persönlich ganz wichtig, dass man eben hier auch den Raum nutzt, darüber mal zu diskutieren. Mein Oberthema sind, weil ich eben darüber schon mal gearbeitet habe und jetzt auch noch arbeite in Potsdam, invasive Arten und neuartige Ökosysteme. Und ich habe mir auch überlegt, wie ich dann jetzt den Bezug herstellen kann zu diesem Thema Menschen, Pflanzen, Attraktionen. Und vor meinem Hintergrund habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich ist es eher Menschen, Pflanzen, Arbeitslosen in diesem Fall. Hier ging es den ganzen Tag eigentlich schon um Pflanzenverwendung. Ist jetzt nicht mein Spezialthema, aber wenn ich mir als Ökologe mit Naturschutz-Hintergrund Gedanken über Pflanzenverwendung mache, dann wäre mein ideales Bild, also die ideale Welt der Pflanzenverwendung, wäre, dass alles, was schön ist, aus gestalterischer Sicht, auch automatisch gut ist, aus naturschutzfachlicher Sicht. Jetzt haben wir aber ja heute schon ganz viele Beispiele gehört, dass eben nicht immer so ist, oder ziemlich oft ist eben nicht der Fall. Hier auch nochmal ein Foto, wunderschöne Aussaatmischung. Aber was da ganz aspektbildend mit drin ist, ist der kalifornische Mohn, wie der Name schon sagt, nicht heimisch. Und momentan ist es noch nicht eine invasive Art in Deutschland, aber Sie können hier sehen auf der Verbreitungskarte vom Bundesamt für Naturschutz, die kommt schon auch außerhalb der Pflanzenwelt vor, zwar bislang nur unbeständig. Aber es gibt auch, also ich werde Ihnen nachher noch ein bisschen dazu was sagen, dass es ganz schwierig ist, Regeln aufzustellen, wann eine Art invasiv wird, aber es gibt eine Regel, die fast immer stimmt. Und das ist, je öfter ich eine Art irgendwo hinbringe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich dort auch irgendwann etabliert und zu einer invasiven Art wird. Ja, das so als Einleitung, um nochmal dieses Spannungsfeld, das wir heute den ganzen Tag eigentlich schon so immer mitgeschwungen ist, noch ein bisschen aufzuzeigen. Ja, wenn man sich jetzt aber dieser idealen Welt vielleicht annähern wollte, dann gäbe es aus meiner Sicht zwei Varianten. Die eine wäre, dass man versucht, Gutes aus naturschutzfachlicher Welt vielleicht auch schön zu finden. Hier ist mal ein Landschaftspark, mit dem viele Naturschützer wahrscheinlich sehr einverstanden wären. Und wenn man jetzt in diese Richtung sich vielleicht bewegen wollte, das wäre die eine Variante, man könnte aber auch von der anderen Seite her kommen und versuchen, vielleicht auch Schönes gut zu finden. Hier ein Beispiel, Lupinien, die sich in der Schweiz an so einer Straßenböschung angesiedelt haben, sieht sehr hübsch aus, finde ich. Ist naturschutzfachlich gesehen wahrscheinlich nicht sehr gewollt. Aber man könnte ja vielleicht mal drüber nachdenken, ob das wirklich immer so verteufelt werden muss. Ist ja heute auch schon angekommen, solche Argumente. Da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Jetzt aber zuerst mal zu dieser ersten Variante, gutes Schön finden. Also wie könnte man denn jetzt wissen, als Pflanzenverwender sozusagen, welche Pflanzen denn unbedingt nicht sind. Wenn ich jetzt wirklich sagen will, okay, ich versuche jetzt mal was Schönes zu schaffen aus Pflanzen, die naturschutzfachlich gesehen in Ordnung sind. Da haben wir jetzt schon ganz viel drüber gehört, heimische Arten aus lokalen Herkünften, die sind in der Regel unbedenklich, das wäre eigentlich das Ziel. Man hat auch schon heute durchklingen hören, dass heimische Arten vielleicht wirklich es schaffen könnten, sich zu einer Mode zu etablieren. Aber wir haben auch gehört in dem Vortrag von der Glückweiber, dass es eben und eigentlich viel mehr noch, ist immer wieder durchgezogen, dass es eben solche Gartenmoden gibt und Einwanderungswellen, Einführungswellen. Das heißt, auch diese Mode wäre wahrscheinlich nicht dauerhaft. Aber würde man es wirklich wollen, solche Moden quasi zu unterbinden? Also würde man wirklich es darauf anlegen, dauerhaft die Verwendung fremder Arten zu unterbinden? Da
müssen wir mal darüber diskutieren, ob das wirklich so die Lösung ist. Vielleicht könnte man aber auch versuchen, einfach sozusagen das Angebot zu erweitern. Wir haben vorhin schon gehört von dieser weißen oder grünen Liste von Katharina Delen Schmutz, die mal versucht hat, herauszufinden, welche Arten sind denn als unbedenklich einzustufen. Und dann wurde gesagt, naja, das sind aber viel zu wenige und auch nicht so hübsche. Aber vielleicht würde es ja gehen, wenn man, sagen wir mal, in anderen Ecken der Welt nochmal nachschauen würde und dann nochmal solche Analysen durchführen. Könnte man dadurch vielleicht schöne Arten identifizieren, die unbedenklich sind? Lässt sich also vorhersagen, welche Arten invasiv werden? Wäre das denn überhaupt realistisch? Man könnte ja zum Beispiel anfangen und schauen, naja, die Art, die ist wunderschön, die sieht auch aus, als würde sie in ihrer Heimat eigentlich keinen Schaden anrichten, also nehme ich die mit. Hier könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen, dass der Blutweiderich eigentlich ganz in Ordnung ist. Aber zum Beispiel in Nordamerika sieht man, dass das eben nicht immer so klappt. Also das zeigt, dass im Prinzip das Verhalten von Pflanzenarten in ihrem Heimatgebiet sich nicht eins zu eins übertragen lässt, wie sie sich dann auffüllen, wenn sie woanders ist. Nun hat man natürlich in der Invasionsökologie schon lange versucht, gute Regeln zu finden dafür, welche Arten wann invasiv sind. Und hat schon lange versucht, vorherzusagen, aufgrund von Arteigenschaften oder sonstigen Dingen, welche Arten besonders oder Situationen vielleicht besonders gefährdet sind. Und da hat man viele Hypothesen aufgestellt. Eine davon war zum Beispiel ganz frühe, invasive Arten sind deshalb so erfolgreich, weil sie gute Konkurrenten sind. Da gibt es viele Beispiele, haben wir schon heute viele gesehen. Goldfische, japanischer Staudenknöterich oder hier mal ein Beispiel aus Tahiti. Ein Baum, die Kohlefluoreszenz. Das, was ich hier überall älter sehe, ist der ganze Rest der heimischen Vegetation sozusagen. Der Rest ist dieser eingeführte Baum. Und ganz sicherlich sind das konkurrenzstarke Arten. Aber das ist eben nicht die ganze Geschichte, sondern der andere Teil der Geschichte ist, dass es auch viele invasive Arten gibt, die nicht konkurrenzstark sind. Zum Beispiel in Parsons Parvitora oder in den Equidens oder diese hübsche, nur in Normen wachsende Cymbalaria moralis, alles gebietsfremde Arten, die es geschafft haben, sich anderswo zu etablieren, aber eben keine guten Konkurrenten sind. Eine andere Hypothese war, dass Störung eigentlich das ist, was dann Invasionen begünstigt. Also, und dass an ungestörten Orten sich fremde Arten nicht etablieren können. Die Idee ist also, dass besonders solche Situationen, hier haben wir zum Beispiel stark gerade zum Fluss, wahnsinnig stark verändertes Ufer, und dass das dann eben der perfekte Ort wäre für eine invasive Art. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich gerade an solchen Stellen häufig invasive Arten finden, aber auch hier gibt es wieder die gegenteiligen Beispiele. Eine Untersuchung, zum Beispiel jetzt von Webb und Kollegen in naturnahen Wäldern in New Jersey, da haben sie mitten im Wald, so ab von den Forstwegen und so weiter, sowas gefunden wie unseren heimischen Spitzahorn, das japanische Geißblatt und unsere Knoblauchsrauche. Also auch das zeigt wieder, dass solche Hypothesen eben häufig nicht alle Fälle erfassen. Hier haben wir mal mit Jonathan Jeschke zusammen eine Studie gemacht und haben uns mal die Literatur vorgeknöpft und geschaut für solche gängigen Hypothesen in der Invasionsökologie, wie sieht denn da die Datenlage aus? Hier sehen Sie die Prozente der Studien, Anteile der Studien in Rot, die Studien, die diese jeweilige Hypothese in Frage stellen, in Grün die Studien, die die jeweilige Hypothese unterstützen. Und Sie sehen, es gibt manche Hypothesen, die werden ganz schlecht gestützt von Daten und andere, die werden besser gestützt. Aber worauf ich hier auch nochmal die Aufmerksamkeit lenken möchte, ist diesen Anteil hier. Selbst die Hypothesen, die halbwegs gut hinzuhauen scheinen, für die gibt es trotzdem immer noch Ausnahmen. Hier ist mal eine ein bisschen neuere Version dieser Abbildung. Hier haben wir jetzt dann die
Hypothesen dargestellt, hier jeweils die Kürzel für 12 von diesen gängigen Hypothesen der Invasionsökologie. Die haben wir hier dargestellt als so ein Netzwerk, um zu zeigen, auch wie die inhaltlich zusammengehen. Und die Farben sind das genau wie das letzte Mal, wie der Grün heißt, ziemlich gut empirisch belegt. Rot, die Daten sagen eigentlich eher das Gegenteil, und weiß, die Daten sind unentschieden. Und hier möchte ich auch nochmal besonders auf diese Unentschiedenen hier hinweisen. Das zeigt einfach, wie unterschiedlich Invasionen verlaufen und wie schwer es ist, da solche generellen Wege zu finden. Woran liegt es denn jetzt eigentlich? Also warum ist es so schwer, allgemeingültige Regeln aufzustellen, und warum fällt uns wahrscheinlich deshalb auch schwer festzulegen, welche Arten unbedenklich sind? Es kommt einfach daher, dass so viele Faktoren da eine Rolle spielen während dem Verlauf einer Invasion. Also wir haben die Eigenschaften der invasiven Art, haben wir schon ziemlich viel darüber gehört heute auch, was dann eine Rolle spielt, ob sich diese Art, selbst wenn sie sehr günstige Eigenschaften hat, ob sie sich ansiedeln kann oder nicht, darüber entscheiden wir trotzdem immer noch auch die Eigenschaften des Standorts und der Arten, die schon dort sind. Und auch die Bedingungen des Transports, wie ich das vorhin gesagt habe mit dem kalifornischen Mond, wie öfter ich das hinbringe oder in welcher Art ich das hinbringe, mehr Samen auf einmal oder immer nur jedes Jahr ein paar. Das macht alles einen Unterschied und beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, auch in diesem bestimmten Fall eine Invasion gelingt. Und das bedeutet einfach, dass Invasionen kontextabhängig sind. Und das macht eben, das verursacht Probleme dann für die Vorhersagen. Warum exakte Vorhersagen zur Intensivität von Pflanzen so schwierig sind, dass sie schwierig sind, hat ja Franz Eppel auch schon in seinem Vortrag gesagt. Aber hier geht es jetzt ein bisschen darum zu beleuchten, warum das so ist. Und zwei von den Gründen habe ich jetzt eben schon genannt. Einmal sind ganz viele Faktoren, die den Verlauf von so einer Invasion beeinflussen. Dann eben diese Kontextabhängigkeit. Ein dritter Faktor ist, das kam auch schon mal durch in den vorherigen Vorträgen, ist diese, was ich gerne ökologische Neuartigkeit nennen würde. Es ergeben sich Situationen, die vorher so noch nie vorgekommen sind. Eine Art wird von einem Ende der Welt in ein anderes Ende der Welt transportiert. Ziemlich unwahrscheinlich, dass so ein Fall mal tatsächlich passiert. Aber das soll einfach nochmal zeigen, wie neuartig wirklich diese Situationen sein können, die durch so eine Invasion, durch so einen Transport von einer Art aus ihrem Areal, in dem sie evolviert ist, in ein neues, wie neuartig diese Situationen sein können. Ein weiterer Punkt, fangen auch schon an, die Evolution. Sowohl die Gebietsfremdenarten als auch die heimischen, dann können sich natürlich im Verlauf der Invasionen genetisch verändern. Also man hat manchmal so das Bild, Evolution ist was, was früher stattgefunden hat bei den Dinosauriern und so, aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern Evolution passiert ständig und immer und so auch bei den invasiven Arten. Hier mal ein Beispiel von Olli Bostorff, der Venezio in Equidens sich angeschaut hat, einmal Samen aus dem Heimatareal, den Hellgrau, und einmal Samen hier in Europa, im investierten Areal gesammelt. Und Sie können hier sehen, dass sich da Unterschiede ergeben haben im Laufe der Zeit. In der oberirdisch produzierten Biomasse, in der Wurzelbiomasse, in der Anzahl der Blütenköpfchen und in der Anzahl der Seitenwurzeln. Es sind signifikante Unterschiede, mal in der einen, mal in der anderen Richtung, aber man sieht, da hat sich was getan. Was sich auch verändert hat zum Beispiel, ist die Reaktion auf Düngung. Also das ist ein Beispiel dafür, dass sich invasive Arten im neuen Gebiet verändern. Das ist nur ein Beispiel, da gibt es viel mehr in der Literatur auch noch. Aber es gibt auch schon Studien, die gezeigt haben, dass sich die heimischen Arten durch die Anwesenheit der fremden Arten verändert haben. Und das macht natürlich dann auch Vorhersagen schwierig zum Verlauf von Invasionen. Ein weiterer Faktor, der Vorhersagen schwierig macht, sind soziokulturelle Einflüsse. Was meine ich damit und warum spielt das eine Rolle?
Ökologie reicht häufig nicht, wenn man Muster, Vegetationsmuster erklären will. Das ist eine Folie, die ich ganz gerne auch Studenten zeige oder frage, wie können denn diese Flächen hier entstanden sein? Oder vielleicht, naja, vielleicht ist hier weniger als dort, dann irgendwelche Verweidung oder so, aber es kann natürlich auch was ganz anderes sein. Und gerade bei Invasionen spielt das eine riesige Rolle, weil, wie wir jetzt auch schon sehr oft gehört haben, Menschen ja schon den ersten Schritt beeinflussen, schon der Transport. Erfolgt ja in ganz vielen Fällen bei Pflanzen gewollt, als Gartenpflanzen. Und auch während der folgenden Phasen der Invasion spielen menschliche Aktivitäten eine ganz große Rolle. Wir haben also auf der einen Seite hier die ökologischen Faktoren, die Wahrscheinlichkeit von einer Invasion erhöhen können. Passendes Klima, weniger Feinde im neuen Gebiet, Konkurrenzstärke, die Fähigkeit zu vegetativer Reproduktion. Das, wenn eine Pflanze dieses alles mitbringt, hat sie schon sehr große Wahrscheinlichkeiten, dass sie sich etablieren kann. Aber diese Etablierungswahrscheinlichkeit wird noch gesteigert durch zum Beispiel Verschleppung der Samen mit Erde an Autoreifen, Ansalbung, Schaffung neuer Habitate oder auch Kultivierung von Mutualisten, zum Beispiel der Mykorrhizapilze. Und da sich diese Einflüsse eben während dem Invasionsprozess ständig da noch einbringen, müsste man ja, wenn man vorhersagen wollte, auch diese Einflüsse vorhersagen. Und da könnte man sich natürlich versuchen, Sozialwissenschaftler und Kulturwissenschaftler und so mit ins Boot zu holen, aber trotzdem macht es das natürlich nicht einfacher. Eine letzte Sache, die ich hier noch anbringen möchte, warum Invasionen so schwer vorhersagbar sind, zum Beispiel zumindest exakte Vorhersagen sind schwer zu machen, das ist der sogenannte Base Rate Effect. Der wurde vor allem beschrieben von Geologen, die sich mit Vulkanausbrüchen beschäftigt haben. Und das ist einfach der Effekt, dass man Dinge schlechter vorhersagen kann, je unwahrscheinlicher sie sind. Da habe ich hier das Bild von London hier eingeblendet, weil man weiß ja, in London regnet sehr viel. Und wenn wir jetzt dort ein Wochenende verbringen und spazieren gehen wollen, ist es wahrscheinlich besser, einen Schirm mal mitzunehmen und gar nicht erst in die Vorhersage zu schauen, denn das Ereignis kein Regen ist so unwahrscheinlich, dass es sich eben schlecht vorhersagen lässt. Das alles sind eben Dinge, die dazu führen, dass es ganz schwierig ist, solche Listen zu erstellen von Arten, von denen wir jetzt sicher sein können, dass sie nicht invasiv werden. Das bedeutet also, unsere Annäherung an Variante A ist schwierig. Also sicher nicht invasive Arten zu identifizieren, wird meines Erachtens nie möglich werden. Also man kann schon ganz gut festlegen, welche Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit invasiv werden. So rum funktioniert es ganz gut. Andersrum ist es sehr schwierig. Eine Möglichkeit, um sich dann doch anzunähern, ist dann eben heimische Arten, die möglichst lokal noch vermehrt wurden, zu verwenden. Und die zweite Möglichkeit ist dann zumindest solche Arten zu vermeiden, von denen man schon weiß, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit sich außerhalb der Gärten ausbreiten. Und ich glaube, da kriegen wir von Marc im nächsten Vortrag noch ein paar Ideen, wie das auch in Zukunft sein könnte. Dann schauen wir doch nochmal auf die Variante B. Wie ist es jetzt, wenn wir versuchen würden, Schönes auch gut zu finden? Wir haben heute auch schon ganz viel gehört über diese Diskussion um invasive Arten. Die gibt es im Naturschutz schon sehr lange und die ist auch nach wie vor Gärte in den Fachpublikationen auch. Da haben wir vorhin auch schon ein Zitat gehört. Und sie ist auch nochmal neu aufgeplant jetzt, und zwar auch noch unter einem anderen Titel, und der heißt Neuartige Ökosysteme, Novel Ecosystems. Was meint man damit? Neuartige Ökosysteme, das ist ein Begriff, der wurde populär gemacht durch Richard Hobbs und Kollegen schon früher, das habe ich jetzt, da gibt es noch frühere Publikationen. Aber was er damit meint, sind Ökosysteme, die durch menschlichen Einfluss ursprünglich mal entstanden sind, jetzt aber unbeeinflusst vor sich hinwachsen sozusagen und die kein
sind also Gemeinschaften von Arten, die so noch nie zusammen vorgekommen sind. Und meist vorkommt auf stark veränderten Böden zum Beispiel. Ein Paradebeispiel, was dann meistens genannt wird, sind Wälder in Hawaii, hier mal ein Bild, die ausschließlich aus nicht-heimischen Arten bestehen. Und das Interessante ist, dass man herausgefunden hat, dass man die jetzt verwenden kann, um die heimischen Arten dort wieder zu etablieren. Also in dem Schatten der und in dem vorbereiteten Boden von den nicht-heimischen Arten kann man jetzt versuchen, die heimischen da wieder reinzubringen. Das ist jetzt mal ein Extrembeispiel. Hier ist ein anderes Foto, das ist nicht auf Hawaii. Sie können jetzt von dem letzten Vortrag sich schon fast denken, wo ich das gemacht habe, in Tessin. Da kann man die schönen Hanfpalme wachsen sehen neben unserem Farbenhütchen. Das ist ein sehr erstaunliches Bild. Und auch das würde man als Normal Ecosystem bezeichnen. Andere Situationen sind solche hier. Ganz stark veränderte Umweltbedingungen, abgetragener Oberboden. Und da bildet sich spontan etwas, was man neuartiges Ökosystem nennen könnte. Auch das hier wird neuartiges Ökosystem genannt. Je nach Autor wird es auch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Ja, und die große Befürchtung ist, dass sich jetzt solche wunderschönen Gebiete wie unsere Osterseen auch im Laufe der Zeit immer mehr in Richtung neuartige Ökosysteme verändern könnten durch Klimawandel und durch invasive Arten. Also, dass wir vielleicht auch bei diesen Ökosystemen irgendwann sagen müssen, die sind neuartig. Was da also passiert ist, wir haben den globalen Wandel, zum Beispiel mit biologischen Invasionen, auch mit Arealveränderungen, die jetzt sozusagen ohne direkten menschlichen Einfluss passieren. Wir haben dann Nutzungswandel und so weiter. Das führt zum Auftreten von neuartigen Artenkombinationen und veränderten Standortbedingungen. Und was das für die Organismen bedeutet, ist, dass sie mit Standortbedingungen konfrontiert sind, die sich sehr signifikant unterscheiden von denen, unter denen sie evolviert sind. Und auch, sie werden mit Arten konfrontiert, mit denen sie nicht zusammen evolviert sind. Und das alles führt dazu, dass sie einen Mangel an, was man ökoevolutionäre Erfahrung nennen könnte, haben. Und dazu gibt es jetzt eben diese neue aufgeplante Diskussion, auf die ich jetzt ganz kurz hier eingehen möchte, weil das wirklich auch thematisiert wird, gerade im Naturschutz und da großer Aufschrei ist und ja, das ist ganz anregend ist, sich anhand dieser neuen Diskussion mal damit auseinanderzusetzen, was man eben zum Beispiel in meinen Stefan jetzt sich dafür eine Meinung bildet. Und ein Autor, der das Ganze nochmal richtig hat aufklammern lassen, ist Greg Pierce. Sein Buch ist auch auf Deutsch erschienen, Die neuen Wilden. In Englisch heißt The New Wild. Untertitel, wie es mit fremden Tieren und Pflanzen gelingt, die Natur zu retten. Und eine etwas, ich würde sagen, tiefgängige Version hier von Emma Maris. Sie nennt ihr Buch The Mantis Garden, das ist so ähnlich wie Wild Garden von Robinson, der vorhin genannt wurde. Aber sie geht nicht ganz so weit, indem sie sagt, man soll die ruhig auch in die freie Natur ausbreiten. Aber ich sage gleich noch ein bisschen, was ihre Argumente so sind. Sie redet jedenfalls von den Mantis Gardens und meint sowas wie ungezügelt, ungestüm. Saving Nature in a Post-Wild World. Und was bringen jetzt diese Autoren, die eigentlich Journalisten sind und im Prinzip in einem wissenschaftlichen Vortrag natürlich nicht zu suchen haben sollten, aber ich tue es jetzt trotzdem, was sind denn die Argumente, die hier gebracht werden? Argument 1 ist, es gibt kein Gleichgewicht in der Natur. Und das ist was, was wirklich auch in der ökologischen Wissenschaft natürlich längst angekommen ist, bloß in der Öffentlichkeit nicht so recht. Stabile Referenzzustände existieren nicht und sie sagt deswegen, was sie nennt Holy Baseline, also die heiligen Referenzzustände sind deswegen problematisch. Außerdem sind sie meist schwer zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Also um den Referenzzustand aufrechtzuerhalten, muss man häufig eben massives Management betreiben. Und bei Pierce in seinen Worten, if nature is always in a flux, then trying to stop that flux
das zweite Argument ist, ursprüngliche Natur existiert nicht oder nicht mehr. Beispiel tropische Regenwälder und auch an anderen Orten der Erde immer häufiger auch in wissenschaftlichen Publikationen zu lesen. Man findet immer mehr heraus, dass das, was wir eigentlich als ursprünglich angesehen haben, schon seit Urzeiten von Menschen genutzt und verändert wurde. Auch tropische Regenwälder. Und er ist Journalist, deswegen übertreibt das ein bisschen und schreibt, rather than wilderness, they are abandoned gardens. Ganz so extrem ist es sicher nicht, aber es steckt wahrscheinlich ein wahrer Kern drin. Und seine Folgerung ist dann, weil eben diese Jahrtausende andauernde menschlichen Aktivitäten schon überall auf dem Globus stattgefunden haben und eben auch diese Naturvölker schon weit verbreitet waren und gebrannt, gerodet und sonst was haben, könnte man daraus folgern, nothing is pristine, nichts ist mehr ursprünglich. Auch Anna Merritt führt dieses Argument an und sagt, dieser Kult der ursprünglichen Wildnis ist ein kulturelles Konstrukt und das ist sogar auch ein relativ neues Konstrukt, das wir uns da ausgedacht haben. Und die Suche nach dem Unberührten ist genauso umsonst wie die Suche nach dem sich nicht wandelnden. Und daraus die Schlussfolgerung dann einerseits, dass wir im klassischen Naturschutz so ein bisschen der Boden unter den Füßen gezogen wird, weggezogen wird. Und Fred Pierce folgert dann daraus, die Vorgänge, die in der Natur ablaufen, lassen sich nicht zurückschrauben. Und da kann man sich noch so sehr auf die Hinterbeine stellen, viele invasive Arten wird man beispielsweise nicht mehr loswerden. Also, was er übereinstimmt mit dem traditionellen Naturschutz ist, dass wir ein mehr Natur brauchen. Aber er sagt eben, wir brauchen eine neue Natur, von der gebietsfremde Arten ein Teil sein müssen. Und invasive Arten und neuartige Ökosysteme sollte man begrüßen und sich daneben stellen und applaudieren und sagen, toll, die Natur ist resilient. Ja, da gibt es natürlich Gegenargumente, ist ja logisch. Wir haben es ja auch schon vorhin gehört, im Vortrag von Franz Ebbel. Besonders, wenn man sich jetzt schon ganz lange damit beschäftigt hat, sozusagen an den Mann zu bringen, dass invasive Arten ein Problem sind für den Naturschutz und dass wir was tun müssen dagegen, Prävention und so weiter. Besonders dann kommen einem solche Argumente natürlich gar nicht willkommen. Sind einem solche Argumente gar nicht willkommen. Also wir haben jetzt von dem letzten Vortrag gehört, in Europa ist ja erreicht, dass es eine EU-Verordnung gibt über die invasiven Arten in Deutschland. Und das ist eine Verordnung, die ganz speziell auch darauf ausgelegt ist, Prävention zu betreiben und eben zu verhindern, dass es zu mehr Invasionen kommt. Und wenn man jetzt mit solchen Argumenten kommt, wie Fertiert, dann öffnet man ja den Nichtstuntür und Tor. Und man spielt sich sozusagen aus der Verantwortung. Das ist das, was dann Naturschützer dem entgegenhalten. Und Anna Maris ist dann ein bisschen schwieriger beizukommen. Sie argumentiert ein bisschen anders und ich finde es sehr gut. Und vieles davon von ihren Ideen kommt auch sehr nah an das, was zum Beispiel Herr Haber schon seit Jahrzehnten gesagt hat. Sie sagt, we can make things better on Earth, not just less bad. Also wir können die Dinge auf der Erde, die Zustände auf der Erde verbessern. Wir können sie nicht nur weniger schlecht machen. Und sie sagt dann ganz differenziert, wir sollten natürlich bestimmte Naturschutzziele absolut beibehalten. Wir sollten zum Beispiel weiter Aufwanderer verwenden, das Aussterben von Arten und auch von Ökosystemen zu verhindern. Und zusätzlich sollten wir aber an anderen Orten andere Ziele verfolgen. Also sie spricht von einem Naturschutz auf der ganzen Fläche, im Prinzip, was Herr Haber auch schon seit Jahrzehnten sagt. Zum Beispiel auch im eigenen Garten, da kommt dieses Rambunctious Home Garden her. Und sowas wie die urbane Wildnis, die auch ganz in ihrem Sinn. Und sie sagt, dazu brauchen wir aber eine ästhetische Neuorientierung. Auch das ist hier schon immer mal angeklungen und ist zum Beispiel auch ganz auf Linie mit den lebenden Brücken und solchen Ideen. Wir brauchen also zum Beispiel auch die Option,
künstliche und gestaltete Ökosysteme uns zu erlauben, solche zu erstellen, wenn wir bestimmte Ziele erreichen wollen, zum Beispiel Artenschutz. Das sind so Ihre Argumente. Was ich denke, in der täglichen Planungspraxis ist man dann jetzt vor eine ganze Reihe von Fragen gestellt, in diesem Raum von Argumenten sozusagen. Zum Beispiel, ist es jetzt eigentlich falsch, gefährdete Arten und Ökosysteme schützen zu wollen, wenn sich doch alles verändert und wenn man dazu sozusagen die Zeit anhalten muss? Ist es denn heutzutage falsch, den historischen Zustand eines Ökosystems oder von einer Landschaft wiederherstellen zu wollen, wie wir das ganz lange schon versucht haben in Mitteleuropa? Ist es denn falsch, nicht heimische Arten im Garten- und Landschaftsbau zu verwenden, jetzt von der anderen Seite her? Und ist es falsch, nichts zu tun und invasive Arten sich einfach ausbreiten zu lassen? Was machen wir denn jetzt damit? Und ich würde sagen, meine Meinung, die ich jetzt gerne dann hier auch zur Diskussion stelle, ich würde sagen, nichts davon ist überall richtig und nichts davon ist überall falsch. Also ich würde sagen, das ist ein ganzes Set von Optionen, die wir haben und die wir benutzen sollten, die wir als verschiedene, als sozusagen als Werkzeugkasten uns offen halten sollen. Und dann muss man eben im Einzelfall entscheiden, was für diesen speziellen Ort die richtige Entscheidung ist. Also meine Vorstellung von einer vielleicht ein bisschen realistischeren Version einer idealen Welt der Pflanzenverwendung wäre eben, dass man einerseits versucht, vielleicht heimische Arten lokaler Herkunft mehr in das Standardrepertoire zu übernehmen. Man könnte zum Beispiel, das ist ein Vorschlag auch aus Emma Maris Buch, versuchen, die als sozusagen Matrix herzunehmen, denn ist schon klar, dass man was schön Blühendes haben möchte. Dazu braucht man dann vielleicht sowas wie Stäbchen-Hybride. Und man könnte dann vielleicht auch noch sich dazu überreden lassen, Arten, die mit großer Wahrscheinlichkeit invasiv werden, zu vermeiden. Ich habe auch schon gehört, das wird sowieso schon getan, wird auch in Vorlesungen immer mehr gesagt, diese Arten, die wir nicht mehr nehmen, dass man da vielleicht noch verstärkt versucht, da herauszufinden, welche Arten da sozusagen aus dem Katalog gestrichen werden sollten. Und von der anderen Seite her würde ich sagen, man müsste den Blick mehr öffnen für die Vorteile von solchen Arten, die bereits bei uns sind und die man sowieso nicht mehr wegkriegt. Und auch von solchen Ökosystemen, die sich zum Beispiel in der Stadt etablieren als Wildernis. Und dann wäre es eben vielleicht ein Ansatz, dass man versucht, aus dem Kontext heraus zu entscheiden, ob nicht sogar eine Förderung von neuartigen Ökosystemen begrüßenswerte Option ist, vielleicht um mehr Grün in die Stadt zu bekommen, zum Beispiel. Damit möchte ich dann schließen mit diesem Foto von Berliner Südgelände, ein Novel Ecosystem, was schon fertig genutzt wird, mit schön angelegten Wegen, wunderschönes Gelände. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es nachher noch ein bisschen zu einer Diskussion über diese Themen kommt. Vielen Dank. Also eigentlich ist das die Zeit, wo alle anstanden, ja, oder auf den Handys umfassen. Bei mir war es die Zeit, wo ich aufgewacht bin und das gar nicht mehr zu denken. Ich habe auch bei den Vorherigen schon gedacht, aber ich habe gedacht, zwei Grafen und zwei schöne Witzchen und die Möglichkeit, das Wirkung zu kommen, das auch zu verstehen. Sehr gut, das hätte man natürlich auf den Schluss vorbereiten können, aber nein. Gut, also ein paar Fragen bitte noch. Ja, vielen Dank für die aufgeworfenen Konzepte und Fragen, die uns jetzt als Praktiker auch ganz gut nutzen können. Gerade im urbanen Umfeld, das haben Sie gerade angesprochen, würde ich nochmal verstärken, welchen Wildnisbegriff hat denn der Stadtmensch? Ja, und es leben immer mehr Leute in Städten. Und dann ist es ziemlich genau das, was jetzt gerade noch auf dem Bild ist. Und wir erleben es in München, verdichtende Stadt, tolle gestaltete Grünanlagen. Was wollen die Leute? Natürlich wollen wir auch sowas haben. Bestimmte soziale Schichten wollen natürlich auch diese Art von Wildnis
auf jeden Fall auch zu transportieren, in die Zukunft, in irgendeiner Form, aber eben auch natürlich als Treiber mit den Menschen, weil die eine bestimmte Konzeption von Wildnis haben. Und jetzt gibt es den zweiten Punkt, der auch bei dem ganzen Thema invasive Art immer wieder eine Rolle spielt. Natur ist in erster Linie die Natur, die der Mensch sich vorstellt. Ja. Was mir dann auch aufgefallen ist, wir haben ganz oft mit Maßstabsproblemen zu tun, wenn wir dieses Thema beschreiben. Evolution findet manchmal schneller und manchmal langsamer statt. Ja, oder wir haben auch angesprochen, dass eine Art mehrfach eingeführt, wahrscheinlich ist, dass sie sich dann ausbreitet in einem Areal. Und ich denke mal, viele analytische Mengen, die wir haben, sind einfach maßstabsgesehen. Vorher haben wir eine Grafik gesehen, dass ab 1800 immer mehr Pflanzen verwendet worden sind. Naja, gut, es ist ja auch eine Zeitfrage, wann die Quellen waren. Ja? Das ist nicht nur eine Frage der Moden, sondern es ist auch eine Frage der Quellen. Aber ich glaube, in bestimmten Zeitalter sollte man darüber runter, aber manchmal vorsichtig sein. Die Maßstäbe sind tatsächlich ein Problem. Und insofern stelle ich mir auch die Frage, wir haben jetzt von wissenschaftlicher Seite ganz oft ganz viel gehört, ja, wie kann ich das jetzt analysieren, warum gewisse Art unterliegt oder nicht. Ist es nicht für die Praxis wichtiger zu beschreiben, welche erfolgreichen Invasoren gibt es und welche Strategien haben die entwickelt, um ein Monitoring aufzusetzen, um wenigstens nachvollziehen zu können, schauen zu können, welche Arten sind invasiv und was schleppen die mit. Weil das ist ein Aspekt, der mir noch zu kurz gekommen ist. Diese ganzen starken Krankheiten, die wir über die Kontinente hin und her schleppen, ja, die sich dann zum Beispiel reinvasiert auch wieder in den Ursprungskontinenten in Nordamerika entgegen, massiv verbreiten oder nach genetischer Veränderung im möglichen Forsch in Europa sich grundsätzlich auswirken. Also ich denke mal, auf Dauer gibt es nur ein Monitoring und unabhängig von den Wertentscheidungen, da muss man dann schauen, welche Strategien Pflanzen oder Tiere haben, wenn sie irgendwo einwandern und wo man dann ein Ergebnis ziehen macht. Ja, ich habe also vielleicht ganz am Anfang von Wildnis geredet. Dazu wollte ich noch ganz kurz eine Bemerkung machen. Ich denke, da gibt es zwei verschiedene Vorstellungen von Wildnis. Das eine ist das eigentlich, was Ingo Kovarik immer sagt. Es gibt einerseits die Wildnis, die wir uns als ursprünglich vorstellen. Das ist der eine Begriff von Wildnis. Und dann gibt es den anderen Begriff von Wildnis. Das heißt einfach wild vor sich hinwachsen. Egal, ob vorher schon mal da ein Einfluss drauf war oder nicht. Und ich denke, manchmal entzünden sich solche Konflikte auch daran, dass man sich über Wildnis unterhält, aber zwei verschiedene Dinge meint. Das ist nur dazu. Und dann zu der Frage, ob man jetzt vielleicht einfach am besten Monitoring betreibt über die Arten, die sich bereits hier etabliert haben. Ich denke, das ist sicher wird man da viel Erkenntnis draus gewinnen, bloß ob es dann in der Praxis hilft, da bin ich mir noch nicht so sicher, denn dass man da dann gemerkt hat, okay, die Rollstufe, wenn ich jetzt 100 Jahre gewartet habe, dann rechnen die Bestände doch wieder ein, aufzustellen. Also ich denke, man müsste schon auch jetzt sich entscheiden für irgendwelche Regelungen, die man jetzt einschlagen will. Also auch noch von meiner Seite vielen Dank für den anregenden Vortrag. Ich fand es besonders spannend, als ich plötzlich gesagt habe, normalerweise dürfte man einen wissenschaftlichen Vortrag jetzt sowas nicht zur Geltung bringen, aber ich tue es trotzdem. Also erstens Dank für den Mut, aber mich interessiert natürlich das erstens, warum tut man sowas nicht? Also das ist so ein bisschen eine Frage an die Wissenschaft. Wieso, was hindert uns eigentlich daran, über solche Dinge auch wirklich ernsthaft zu diskutieren? Oder umgekehrt, Sie haben mehrmals darauf hingewiesen, dass das, was da verbreitet wird, ja, konzeptionelle Ansätze sind, die wir schon seit vielen Jahren kennen. Sie haben Herrn Harvard angesprochen. Und auch da jetzt würde mich interessieren als Frage, als zweite Frage, woran liegt denn aus Ihrer Erfahrung aus der Widerstand, auf den man stößt? Oder wo sind denn die wesentlichen Widerstände, die uns daran hindern, in der Wissenschaft oder auch in der Praxis, solchen Ansätzen etwas aufgeschlossener zu begegnen? Ist es die Furcht, Kontrolle zu verlieren? Steht da ökonomische Interessen dahinter, dass man sagt, man hat gar kein Interesse daran, bestimmte Regeln außer Kraft zu setzen? Also da bin ich neugierig. Nummer eins, warum spricht man darüber nicht? Was ist daran so riskant aus der wissenschaftlichen Sicht? Und zweitens, wo liegen denn eigentlich aus Ihrer Erfahrung heraus die Widerstände? Also zur ersten Frage, als Wissenschaftler kriegt man immer beigebracht, man soll Daten
Daten ohne Wertung präsentieren. Und man darf dann später noch seine Meinung äußern. Bloß ist es dann so, dass diese Meinungsäußerungen eigentlich zum Beispiel auf Fachtagungen und auch in wissenschaftlichen Zeitungsbeiträgen einfach nicht gewünscht ist. Also es gibt so Fachzeitschriften, wo man das schon darf, aber auch, sagen wir mal, aus den trockenen Fachliteratur wird es in der Regel dann rausgestrichen, als ist doch nicht nötig und folgt nicht auf den Daten oder sowas. Und dann gewöhnt man sich das mit der Laufzeit so an. Und im Prinzip ist es ja auch eine ganz valide und sehr wichtige Strategie, dass man ganz deutlich für sich als Wissenschaftler trennt zwischen den Daten und der eigenen Meinung. Und das, was mein Job ist, sind die Daten. Und die Meinung ist sozusagen mein Hobby. Also so wird es in der Regel gehandhabt. Und das hat schon auch was Wichtiges. Und immer wenn sich das vermischt, kann es auch problematisch werden, solange man sich das nicht für sich selber klar behält, diese Grenze. Also ich denke, wenn man sich klar beibehält und dann über seine Meinung und über die Bewertung redet, ist es kein Problem. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Selbstschutz der Wissenschaftler oft, dass sie dann sagen, okay, ich sage dann mal lieber gar nichts über meine Meinung. Der zweite Teil war, warum setzen die sich nicht durch sozusagen? Warum ist es so schwer, die an den Mann zu bringen? Ich glaube, ein Teil davon liegt eben daran, dass der Naturschutz, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mal verkürzt, aber im Naturschutz haben sich so bestimmte Vorstellungen davon, was man schützen will, im Laufe der Zeit durchgesetzt. Und allein schon die politisch durchzusetzen, war ja ein langwieriger Prozess. Und wenn man jetzt als Naturschutz sozusagen da rumlaviert und sagt, okay, wir dürfen doch, dann hat man wahrscheinlich das Gefühl, dass man sofort die Tür öffnet für alles Mögliche, wie eben also dieses Standardargument gegen den Quartiers. Ja, aber dann sagen wir doch einfach, wir brauchen nichts zu tun. Und wo bleiben dann, dann kommen wir als Naturschutz gar keinen Schritt mehr voran, sozusagen. Ich glaube, da liegt das Problem ein bisschen. Ich glaube, man hat verstanden, wenn man gelebt hat, und dann ist es vielleicht auch ein großer Fall. Danke, Tina.